Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute einen neuen Home Sweet Home Mod vorstellen. Das heißt, ein kleiner Mod, wo ihr nach Hause fahren könnt, Feierabend machen könnt und ja, eure freie Zeit genießen könnt. Ich habe nichts mehr zum Laden, ich bin leer. Das heißt, ich kann mich jetzt hier gepflegt in meine, ja, hier in mein Häuschen zurückziehen. Das ist nämlich hier. Jetzt ist es nur so, das geht jetzt praktisch hier rein. Guck mal hier, so sieht es aus. Und hier ist praktisch hier drin meine Frau ist auch schon zu Hause, guck mal an, mit 3-4 Garagen, meine Bude, und hier haben wir noch einen großen Parkplatz. Und auf dem Parkplatz kann man sogar drin schlafen, das heißt, man hat hier eine Schlafmöglichkeit. Und ja, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Jetzt schauen wir uns aber mal kurz an, wo das genau ist. Ihr braucht natürlich das Baltic DLC, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist hier bei Valmiera. Und da habt ihr hier eine Tankstelle und hier ist es, ne? Das ungefähr wisst. Pernau, Tartu und Valmiera. Und da ist es hier ungefähr, ne? Auf der Bundesstraße 6. Da ist es. Hier sieht man auch das Symbol vom Bett. So, jetzt muss ich bloß irgendwie hier rückwärts reinkommen. Wird gar nicht so einfach, denn schöne Huckelstraße hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier umdrehen kann. Nee, kann ich nicht. So eine Scheiße hätte ich fast gesagt. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir suchen jetzt hier mal jetzt da reinzufahren. Schauen wir mal, ob es hier irgendwie runter geht. Nee, ist Wiese. Das geht schon. Schön rum um die Kurve hier. Boah, den Stempel gar nicht gesehen. Meine Fresse, war knapp. Fahren wir bis auf die Wiese, es geht schon. Hoffentlich. Eieieiei. Alter Verwalter, aber hier, ihr seht draußen, hier ist der Verkehr groß und stark gerade. Da wird es ein bisschen schwierig. Dass man hier praktisch auf der Straße von aus rückwärts ranfährt, geht natürlich auch, wenn der Verkehr nicht so groß ist oder nicht so stark ist, dann geht es. Ansonsten lasst euren Laster hier stehen oder ihr macht es jetzt so wie ich. Ihr könnt halt nicht schlafen, ein bisschen Problem. Ansonsten müsst ihr jetzt hier nochmal rausfahren. Alter Verwalter. Das heißt, ich muss mir jetzt hier nochmal schnell Platz schaffen. So, wenn mich irgendeiner. Ihr müsst jetzt ja mal stehen bleiben. Polizei, bleibt mal stehen. Bleibt doch mal alle stehen jetzt hier. So, jetzt hängen wir hier fest. So, jetzt nochmal. So knapp. Aber ihr müsst jetzt hier mal stehen bleiben, das hilft nichts. Rücksicht, ihr müsst mal Rücksicht nehmen. Ich will nach Hause. So. Schnauze. So. Ja, du kannst ja gleich wieder rein. Meine Fresse, ich will doch bloß nach Hause zur Mutti. So. Sieht man jetzt natürlich schlecht alles. Soll ich mal suchen, dass ich hier irgendwie reinkomme. Eieiei. Sehen tut man hier nämlich gar nichts. Nicht da meinen eigenen Gartenzaun über den Haufen schieße hier. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Muss auch ein Stück machen. Eieiei, nicht so schnell hier. Ja, ist gar nicht so einfach. Ah, siehst du? Ah, guck an. Ey, warte mal, jetzt mal schnell hier schauen. Dass mir hier nichts wogegen rammeln am Gartenzaun. Ah, herrlich. So, wenn ihr Profi seid, dann sieht es genauso aus wie bei mir jetzt. Geile Scheiße. Habe ich mich mal wieder selber übertroffen hier. Coole Sache. Jetzt schauen wir uns das Haus mal von außen an. Klar, kleines Haus hier mitten am See. Kann man schön baden gehen. Und sieht soweit ganz gut aus. Und dann hier natürlich jetzt noch der Modus zum Schlafen. Passt. Funktioniert, sieht gut aus, macht Spaß. Habt ihr Fragen dazu, dann gerne kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen und viel Spaß haben damit. Auf alle Fälle cooler, kleiner Mod. Und eine kleine Herausforderung natürlich hier rückwärts reinzurammeln. Und natürlich diese Schlaffunktion hier ist auch ganz cool. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit und Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann freue ich mich. In diesem Sinn, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.